changing the world, one life at a time. Vor einiger Zeit kam der 7-milliardste Erdenbürger auf die Welt. Anzahl der Weltbevölkerung, Tendenz steigend. Hat er genug Platz? Wird er genug zum Essen haben? Wie sieht seine Zukunft aus? Wie sieht eigentlich unsere gemeinsame Zukunft aus? Können wir uns unseren Lebensstandard hier überhaupt ohne schlechtes Gewissen leisten? In dieser Sendung geht es um unsere gesellschaftliche Verantwortung. Bei mir ist jetzt der Pressesprecher der Hilfsorganisation ADRA. Herzlich willkommen, Hartmut Wilfert. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie kümmern sich auch bei ADRA um den Bereich entwicklungspolitische Bildung. Was ist das eigentlich? Kann man das in zwei Sätzen zusammenfassen? Es geht darum, dass Menschen auch bei uns hier verstehen, wie hängen die Dinge zusammen. Wir müssen uns entwickeln, aber Menschen in ärmeren Ländern, das ist die klassische Vorstellung, sollen sich auch entwickeln. Wie sind sie voneinander abhängig? Wie haben sie Einfluss aufeinander? Es ist eben nicht mehr heute egal, wenn ein Sack Reis in China umfällt. Heute hat China einen riesigen Einfluss. Die Welt ist vernetzt, hängt zusammen wie ein Mikado-Spiel. Man hat vor einiger Zeit noch von Entwicklungshilfe gesprochen. Mittlerweile spricht man von Entwicklungszusammenarbeit. Hat sich nur das Wort geändert oder was steckt dahinter? Nein, dahinter hängt ganz klar die Erkenntnis, dass man sagt, helfen in dem Sinn des Karitativen, das kann man ewig machen. Sie können ewig Menschen durchfüttern, sie können ewig Menschen Medikamente geben oder irgendetwas Gutes für die tun, dass sie ein Häuschen haben. Dadurch, dass die Menschheit wächst, wie Sie so schön im Eingang ja schon gesagt haben, laufen Sie ständig den Dingen hinterher. Es muss zu einem fairen Miteinander kommen, zu einer entwickelnden Zusammenarbeit. Das heißt, wir entwickeln uns auf die Menschen zu, in einer gewissen Weise des Verstehens und des Begreifens, des richtigen Reagierens. Aber diese Menschen kriegen eine Chance, auf Augenhöhe mit uns zu reden. Und wir sagen, hör ich mal, an welchem Punkt müssen wir miteinander so handeln, dass du auch vorankommen kannst? Also nicht die Formel mehr Menschen, gleich mehr Hunger, gleich mehr Hilfe, sondern das soll irgendwie durchbrochen werden. Absolut. Ich habe hier mal ein Zitat. Sonst laufen wir ständig den Ding hinterher. Ja, ich habe ein Zitat aus Wikipedia. Entwicklungszusammenarbeit ist das gemeinsame Bemühen von Industrieländern und Entwicklungsländern, weltweite Unterschiede in der sozial-ökonomischen Entwicklung und in den allgemeinen Lebensbedingungen dauerhaft und nachhaltig abzubauen. Ja. Das steht, ist das Bemühen. Wie würden Sie es einschätzen? Ist es ein Bemühen oder fruchtet es auch? Ganz offen. Dass Sie geschrieben haben, Bemühen ist freundlich. Wir sind wirklich mit Bemühungen dabei, den Leuten zu sagen, ihr müsst schneller reagieren, ihr seid zu langsam. Alle miteinander. Wir hier, aber auch manches in den Entwicklungsländern. In den Entwicklungsländern habe ich das Problem, dass die alteingesessenen Leutchen, die dort an den Regierungsstellen sitzen, einfach nicht begreifen wollen, sie müssen es anders machen. Sie können nicht jetzt in großherrschaftlicher, königstümlicherweise da unten ihre Regentschaft haben. Sie können es auch nicht machen, indem sie sagen, ich lebe nur einmal und jetzt habe ich die Position, jetzt nutze ich das so weit aus, wie es geht. Sorry, ich kann die Welt auch nicht verändern. Wir müssen auf unserer Seite hier unbedingt begreifen, dass wir so nicht leben können, dass wir sagen, unser Fortschritt, unser Wohlergehen geht auf Kosten anderer. Nur da muss es einen fairen Austausch geben. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Und wir sind da furchtbar langsam. Wir überfrachten unsere Böden zum Beispiel in Deutschland mit Kunstdünger, mit allen möglichen Pestiziden etc. Wir können das Grundwasser an vielen Stellen nicht mehr trinken, weil es verseucht ist und erst hochaufwendig gereinigt werden muss. Wir könnten heute längst Flächen renaturieren, wenn wir so klug wären zu sagen, hey, du guter Partner in Angola, ihr habt große Flächen.
Abgesehen davon, Angola könnte mit seinen Anbauflächen die gesamte afrikanische Bevölkerung ernähren. Und wir haben viele Länder, die ähnlich fruchtbar sind. Warum beziehen wir nicht bestimmte Dinge von ihnen und lassen unseren Boden auch mal wieder ruhen? Liegt es denn an diesen alten Strukturen, die man nicht aufbricht, dass manche Länder gar nicht aus dem Knick kommen? Absolut. Es geht dieses Denken bei uns eindeutig. Geld ist da. Das Problem ist entweder Sie haben es oder ich hab's und besser ich hab's. Also der Egoismus ist letztendlich absolut. Des einzelnen das Menschen. Das ist unser Wirtschaftssystem. Mehr haben, mehr Einkommen, mehr Geld auf der hohen Kante, mehr Sicherheit etc. Und es gibt nicht eine Philosophie des Teilens. Die vermisse ich. Und dazu gehört entwicklungspolitisches Verständnis, dass ich sage, ich könnte ja einen Teil meiner Investition, sprechen wir zum Beispiel mal über den Bereich des Wirtschaftens, ich könnte einen Teil meiner Investition auch mal auf die Seite geben und sagen, ich brauche was für die eigene Firma, um was zu entwickeln, um voranzukommen mit meiner Technologie. Aber einen Teil investiere ich zum Beispiel in Kleinkreditprogramme in Afrika, nur als Beispiel. Und ich weiß, es wird nicht bis morgen gleich sich alles ändern, aber vielleicht in 10, 15 Jahren habe ich dort unten Kundschaft, die meine Sachen abkaufen kann, die fehlt. Das sind ja gute Ideen oder ich sag mal Ansätze. Ja. Funktioniert das in der Praxis? Wenn Nein. ich jetzt heute in ein Geschäft reingehe und kaufe mir irgendwas, sei es ein Kleidungsstück, Textilien oder ein elektronisches Gerät, ist das in der Regel nicht in Deutschland hergestellt. Viele Sachen importieren wir. Auf der anderen Seite ist Deutschland Exportweltmeister. Das heißt, wir verschicken auch wahnsinnig viele Waren. Das Ganze ist so dermaßen vernetzt. Ich kann das als normaler Konsument letztendlich gar nicht durchblicken. Und wo ist da die Fairness? Es gibt dann Ansätze, ich kann Fairtrade-Produkte kaufen, aber das gibt es ja gar nicht in allen Sparten. Oder ist das gar kein guter Ansatz? Also Fairtrade ist schon ein sehr netter Ansatz. Fairtrade klärt aber nicht die Dinge zum Beispiel des Landbesitzes. Fairtrade heißt, der Mann kriegt ein bisschen mehr. Aber das grundsätzliche Prinzip, dass die Leutchen an der Bottomline im Grunde genommen zu wenig haben, um zu überleben, das ist kaum unterbrochen. Ich bin dankbar für jeden Groschen, den jemand mehr bekommt, absolut. Aber die Fragen wären, geben wir den Leuten eine faire Chance, indem wir sagen, hier, euer Land gehört euch, teilt es auf, baut an, seid Besitzer und nicht nur eben Tagelöhner. Das sind die Fragen, die uns angehen, um eine Nachhaltigkeit zu... Wir haben auch das schlechte Gewissen. Es gibt ja Bevölkerungsteile bei uns, die sehr, sehr aktiv sind und die sagen, hier, das schöne Jackett, das Sie tragen, das haben irgendwelche armen Leute da in China zusammen gewebt und gemacht, nur weil die billiger sind. Okay, und deshalb ist auch das Jackett vielleicht nicht utopisch teuer gewesen. Weiß ich nicht, wie es auch immer sei. Das heißt, wir kennen diese Problematik, aber wir gehen immer nur davon aus, wie viel kann ich selber partizipierend auf meinen Teil, auf meine Kostenrechnung gutschreiben. Und das wird so nicht gehen. Faire Preise wäre, wenn ich sage, ich kaufe euren Weizen aus Angola oder Zuckerrohr aus Angola zu wirklich echten Preisen, mit denen ihr leben und wirtschaften könnt. Und ihr habt Einkommen und könnt unsere Güter kaufen. Über das müsste intelligent und auch vor allem integrativ denkend viel mehr nachgedacht werden. Aber das sind ja, ich sag mal, ich selber kann ja nicht beeinflussen, im großen Stil, wo kaufe ich meinen Weizen? Oder wo wird Weizen hin und her geschickt? Wo ist es sinnvoll, dass er angebaut wird? ADRA ist eine Nichtregierungsorganisation. Welche Chancen hat ADRA oder andere Nichtregierungsorganisationen, da einzugreifen, da Ansätze tatsächlich zu verwirklichen? Ganz konkret. Also wir kämpfen zum Beispiel darum, dass Menschen ihr Grund und Boden erhalten können. Dieses Landgrabbing, das stattfindet, findet unsere ganz ausdrückliche Missbilligung. Es kann nicht sein. Aber was machen Sie dagegen? Oder was können Sie? Dass wir den Bauern helfen, ganz konkret helfen, ihr Land zu bebauen. Was wir nicht tun können, ist, dass wir, obwohl wir das natürlich auch tun, aber da ist der Erfolg natürlich nur wieder gering. Leider. Wir können mit der Regierung sprechen, wir können sagen, Leute, lasst euch nicht auf den Leim
führen, indem jetzt irgendein großer Investor kommt aus Kanada, aus USA, aus Europa, irgendwoher, der jetzt sagt, ich will dieses große Landstück haben und dann mache ich große Monokulturen und dann kommt eine große Maschine und die sät und die ackert und die erntet und frisst es zum Schluss auch noch auf. Lasst euch auf diese Sache nicht ein. Unterstützt eure Bauerfamilien. Ich will nur ein Beispiel sagen, wie ich es mir vorstelle. Wir als NGO haben die Hauptdomäne. NGO, das sind Nichtregierungsorganisationen. Wir haben den Hauptkontakt eigentlich zu den Menschen an dem Boden, zur ganz normalen Bevölkerung. Das ist unsere Domain. Was ich mir wünschte, ist, dass die Regierungen in ihren Unterstützungen und Programmen helfen, dass infrastrukturelle Maßnahmen gefördert werden. Das ist nicht Sache einer NGO. Ich baue keinen Wasserdamm in dem Sinn, ein großes Elektrizitätswerk. Wir bauen in aller Regel nicht Tausende von Kilometern von Straßen als Infrastruktur, legen keine Kabel. Das sind politische Entscheidungen. Das sind Sachen, die müssen die Länder machen und da sollten auch die Länder sich gegenseitig unterstützen. Auch der private Sektor, weil wir immer von der Zivilgesellschaft sprechen, auch der private Sektor aus dem Bereich unserer Industrie, Bosse und Industrieunternehmen, hätte darin seinen Platz. Zum Beispiel wünschte ich mir, wenn jemand zum Beispiel Cashewnüsse anbaut, wir sind an der Bottomline, wir helfen, dass es im Agrarbereich gut klappt. Sie vergeben ja auch Mikrokredite zum Teil. Genau, die Regierung sorgt dafür, dass die Infrastruktur klappt. Aber es könnte eine Industriefirma sagen, passt mal auf, wir zeigen euch, wie man Cashewnüsse verbrauchsfertig für Deutschland verpacken kann. Und dann geht das eben schon fertig als Fertigprodukt mit diesen ganzen Wertsteigerungsstufen, wobei auch die Wertsteigerung abgeschöpft werden können von den Menschen im Land. Und es würde trotzdem noch was bei der Firma hängen bleiben. Also alle Faktoren gehören zusammen. Das nenne ich integratives Denken. Das ist nicht hinreichend entwickelt. Jeder denkt noch momentan, ich investiere was und ich hätte gerne in spätestens 5 Jahren dicke schwarze Zahlen geschrieben. Sehen Sie denn Ansätze, dass ein Wechsel stattfinden wird? Ich sehe Ansätze, die ich erlebe in meinen Gesprächen mit Leuten auf der Regierungsseite, an Regierungsstellen, sowohl in der Europäischen Union, bei der UN. Ich sehe bei Fachgesprächen diese Ansätze in der Wissenschaft, sind die alle klar, sehr klar da. Die Leute sind wissend. Die Schwierigkeit ist natürlich noch ein bisschen im Bereich der Wirtschaft, die ist aufgrund der Philosophie, die unsere Wirtschaft hat, die Verfasstheit, wie sie ist, einfach darauf angewiesen zu sagen, wir brauchen Vierteljahresberichte, wir müssen einen Jahresabschluss haben, genau, wir sind an der Börse notiert. Und ich habe gar nicht die Möglichkeit, da lange Gutmensch zu sein. Sie wollen das sein. Es gibt heute eine Tendenz bei den Besitzenden, sage ich mal im weitesten Sinne des Wortes, zum Beispiel zu sagen, gut, ich gründe eine Stiftung. Das gibt den Leuten natürlich die Möglichkeit, zumal sie steuerlich auch unterstützt worden sind und immer noch unterstützt werden, es gibt den Leuten die Möglichkeit, ihr Geld eigentlich zu behalten, zu verwalten, darüber zu bestimmen und doch mit den Erträgen etwas Gutes zu tun. Ist natürlich auch immer wieder verbunden damit, dass die Erträge im Wesentlichen heute ja erwirtschaftet werden durch eine Politik, durch eine Wirtschaftsform des Wettens, des Pokerns. Da würden wir jetzt auch in diesen ganz großen Bereich noch der Finanz- und Wirtschaftskrise absolut reingehen. Absolut, ja. Und das ist das Problem, das macht uns die Sachen so teuer. Entschuldigung, wenn ich das gerade noch fertig sage. Es macht uns die Sachen so teuer, dass zum Schluss die Leute ihr Lebensmittel nicht mehr kaufen können. Lebensmittel sind einer der wichtigsten Rohstoffgüter für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Wir wissen, im Jahr 2040 wird sich die dann angewachsene Menschheit, dann wird sie über 9 Milliarden haben, nicht mehr so ernähren können, wie wir heute es tun. Geht nicht. Ja. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Genau. Das ist entwicklungspolitische Bildung. Ja, Herr Wilfert, ganz herzlichen Dank. Das ist ein Thema, da könnten wir noch sehr lange drüber sprechen. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren. Ich fand es sehr spannend, in dieses globale Thema einzutauchen. Denn es hat ja auch immer was mit meinem eigenen Handeln vor Ort zu tun. Vielleicht ging es Ihnen ja auch so. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und bis bald.